Eine LED-Flexplatine, auch bekannt unter dem Namen LED-Stripe. Was ist das überhaupt und wo kann ich die einsetzen? Und zwar eine LED-Flexplatine ist ein flexibles Lichtband, auf dem ganz viele kleine LEDs sitzen und somit bekommt man das Licht von einer flexiblen Leiterplatte. Man kann es hier sehen, dass man hier das Lichtband hat, beziehungsweise auch bekannt ja unter dem Namen LED-Stripe und dass es hier sehr flexibel ist und nicht starr. Wo kann ich so ein LED-Flexband oder eine LED-Flexplatine überhaupt einsetzen? Und zwar überall da, wo ich Licht schaffen möchte. Es geht als Grundbeleuchtung, es geht aber auch als Akzentbeleuchtung. Denn Grundbeleuchtung könnte zum Beispiel sein, dass ich es im Wohnzimmer, in einem Schlafzimmer oder in einem Esszimmer zum Beispiel über einem als Hängeleuchte oder als Pendelleuchte beispielsweise über einem Tisch einsetze. Denn mit der gewissen Leistung oder mit Power kann ich dann auch gewiss viel Licht schaffen. Als Akzentbeleuchtung geht es dementsprechend als Voutenbeleuchtung oder beispielsweise auch in Nischen, entweder Küchennischen oder aber auch in Duschnischen, dann gewiss mit dem IP-Schutz. Ja, was muss ich bei der Montage einer LED-Flexplatine überhaupt beachten? Die Leuchte an sich kommt erst dann sehr gut zur Geltung und erfüllt auch ihren Zweck, wenn die Montage auch richtig war. Und zwar dadurch, dass wir auch manchmal sehr hohe Leistungen haben, entwickelt diese LED-Flexplatine auch Wärme. Das ist so, das ist physikalisch so, also brauche ich Aluprofile. Die Aluprofile sind dementsprechend die Wärmeableitung und je nachdem, wo ich es montieren möchte, brauche ich entweder ein tieferes Aluprofil, auch ein flacheres Aluprofil. Das Ganze gibt es auch als Einbau- oder auch als Anbau-Aluprofil. Und zwar, ich klebe diese Flexplatine in das Profil, setze noch eine Acrylabdeckung davor und dann habe ich ein sehr schönes homogenes Licht. Entsprechend mit etwas wärmerem Licht, je nachdem, wo ich es haben möchte, oder etwas kälterem Licht. Denn im Wohnzimmer zum Beispiel kann ich ja sehr schön wärmeres Licht nehmen oder aber auch Flursituationen oder in öffentlichen Bereichen, wo ich nicht so gerne warmes Licht haben möchte, sondern etwas kälteres Licht, kann ich da auch entsprechend diese verschiedenen Bänder einbauen. Hier auf dem Tisch habe ich mal zwei verschiedene Varianten und zwar habe ich ein tieferes Aluprofil. Ich halte es etwas schräger in die Kamera, dann kann man es glaube ich besser erkennen. Und zwar ist das hier das tiefere Aluprofil oder aber auch das etwas flachere Aluprofil. Es hat auch noch verschiedene Breiten, also somit kann ich dann auch verschiedene Bänder bzw. auch manchmal zwei kleinere Bänder dort verbauen. Natürlich brauche ich dann noch entsprechend so eine Acrylabdeckung, hier entsprechend opal. Für die grundsätzliche Montage von einem Aluprofil entweder verbaue ich das Ganze mit Senkkopfschrauben, also bohre direkt durch das Profil, oder aber es gibt auch Haltersets. Das heißt, diese Halterungen verbaue ich dann an der Wand, an der Decke, je nachdem, wo ich es verbauen möchte, klipse dann nur noch das Aluprofil rein und habe dann die Montage. Manchmal stellt sich jetzt die Frage, wann nehme ich denn ein tieferes Profil, wann nehme ich ein flacheres Profil? Grundsätzlich würde ich sagen, ein tieferes Profil empfiehlt sich dann, wenn ich auch eine LED-Flexplatine habe, auf dem die LEDs einen sehr weiten Abstand haben. Das heißt, das Flexband ist etwas weiter zurückgesetzt, ich habe dann die Acrylabdeckung da drauf und bekomme dann ein sehr schönes homogenes Licht aus dem Profil, wie man auch sehr schön hier sehen kann. Gut, manchmal lässt es sich nicht vermeiden, tieferes bzw. ein flacheres auch zu nehmen. Somit sind wir dann vielleicht gebunden, auch ein flacheres zu nehmen. Dann empfiehlt es sich, ein Band zu nehmen, auf dem die LEDs nicht so einen großen Abstand haben. Nicht zu vergessen die Endkappen, auch ein sehr wichtiger Bestandteil bei dem ganzen System. Und zwar, wenn ich dieses Aluprofil da verbaue, wo man es möglicherweise nachher auch nochmal sieht, bewusst sieht, zum Beispiel über einem Esstisch. Das heißt, ich sehe auch die Enden von so einem Aluprofil, bitte Endkappen mit drauf. Die gibt es dann entweder auch mit Kabelloch oder aber auch ohne, je nachdem, wo das Kabel rauskommen soll. Also da das geschlossene System auch nochmal verbauen. Somit habe ich dann das Aluprofil, die Endkappen, die Haltersets und natürlich auch nicht zu vergessen so eine Acrylabdeckung. Auch hier kann ich wieder verschiedene Steuerungen benutzen. Und zwar kann ich es einmal schaltbar verbauen, das heißt ein und aus. Natürlich aber auch über Phasenabschnittsdimmung oder aber auch über eine DALI-Dimmung. Je nachdem, in welchem Bereich wir sind, je nachdem, in welchem Bauvorhaben zum Beispiel, haben wir nicht immer die Möglichkeit, drahtgebunden das vielleicht das Ganze zu machen, sondern es geht natürlich auch über ein Funksignal. Kurz zusammengefasst, wir empfehlen eine Montage mit Wärmeableitung, das heißt mit einem Aluprofil, ob das jetzt ein tiefes Profil ist oder ein flaches Profil ist, erstmal egal. Aber im Grunde genommen, man hat dadurch auch nochmal einen Vorteil, dass man ein homogenes Lichtbild hinbekommt. Des Weiteren, klar, man kann es im Innenbereich, aber auch mit entsprechendem Zubehör oder mit entsprechendem Band auch im Außenbereich verbauen.